Ich sag doch nicht, dass du jetzt dabei bist. Für wen arbeitest du? Those wind turbines, maneuver them instead of Russian tanks. Freedom for Southfield occupants. Without peace, there can be no climate justice. And there can be no climate justice without. Der Bundesregierung vollen Rückenwind gegeben haben, ab Mai mit ganzer Kraft die Ukraine zu unterstützen, an der Seite der europäischen Staaten, um Solidarität zu zeigen. Ich möchte mich an diejenigen wenden, die immer noch warten. An unsere Bürger, die jetzt vorübergehend besetzt sind. Die Ukraine hat euch nicht im Stich gelassen. An sich zurückdenken, sprechen die Menschen von Schock, Schmerz und Unsicherheit. Ein Jahr nach der groß angelegten Invasion liegt der Glaube an den Sieg bei 95%. Was wir brauchen. Wir sind eins geworden. Unsere Journalisten und Medien kämpfen mit vereinten Kräften gegen Lügen und Panik. Wir sind eine Familie geworden. Es gibt keine Fremden mehr unter uns. Wir sind stärker als das. Es war ein Jahr der Standhaftigkeit. Ein Jahr der Ungleichgültigkeit. Ein Jahr der Tapferkeit. Ruhm für die Ukraine. Slava Ukraine! Ihr habt schon gemerkt, wer heute gesprochen hat. Wir bedanken uns sehr bei unserem Präsident Zelensky, dass er diesen Video gemacht hatte. Vielen Dank. Und auf dieser Bühne wollen wir jetzt auch mit riesiger Dankbarkeit Botschafter der Ukraine Oleksiy Makeyev und regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey einladen. Und ich bin dankbar für die Solidarität, für die Hilfsbereitschaft der Berlinerinnen und Berliner. Und ich weiß, dass heute viele Menschen hier sind, die seit einem Jahr ohne Unterlass für die Menschen in der Ukraine, aber auch aus der Ukraine hier sind. In Berlin sind 366.000 Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen und erstversorgt worden. Ein Tag, an dem die Ukrainerinnen und Ukrainer um ihr Land kämpfen. Auch jetzt, auch in diesen Sekunden. Ein Tag, an dem wir denken an den unfassbaren Mut, an die unglaubliche Tapferkeit, an den ungeheuren Kampfeswillen der russischen Aggression entgegenzutreten und erbittert für die Freiheit zu kämpfen. Und ich denke auch ganz besonders an die ukrainischen Frauen. Über 80% der Menschen, die hier in Berlin angekommen sind, sind Frauen mit ihren Kindern. Es sind so viele Frauen, die auch in der Ukraine geblieben sind, die dort als Soldatinnen und Soldaten und als Menschen, die im Sanitätsdienst überall helfen und starke Frauen sind. Надзвичайно горда за нашу з вами країну, за наших з вами хлопців і дівчат, які захищають нашу незалежність, нашу свободу, наш суверенітет, але які стали щитом для всієї Європи проти ганебної російської навали. Перше, що я бачив сьогодні, вийшовши з дому, це був український прапор. Жовто-синій прапор, який сьогодні я бачу на будівлі Рейхстагу, Амроден Ратхаус. І сьогодні українські прапори в центрі Берліна.
І сьогодні Бранденбурзькі ворота, символ єдиної демократичної Німеччини, теж синьо-жовтий. Друге почуття – це почуття вдячності. Liebes Deutschland, liebe... ...чати та, хто вміє витягати з того світу наших хлопців. Пташка! Країни, які підтримали Україну. Цілий рік, як країна-терорист, країна-зрадниця всього світу, намагалась показати всьому світу, що таке нацизм. І вона показала. Тому що нацизм – це Росія. Росія – країна-вбивця і загарбниця. Цей рік вони намагалися знищити наші будівлі, розлучити нас з нашими сім'ями і вбити наших людей. Але, видно, вони погано вчили фізику. Адже сталь тільки гартується вогнем. І ми загартувалися. Я бачу зараз тисячі пар очей. Я бачу в них перемогу. І я впевнена, вона буде. Тому що ми співаємо цю пісню. Ідучи в бій, ми повертаємося з бою з перемогою. І ми співаємо її разом. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у своїй сороці. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Найкращі українці і українки, ми переможемо! Дякую!